Nicht mal Rauchbomben. Ach so, bei 8000 schaltet er den frei. Ach, wisst ihr was, dann sparen wir. Oder wir sparen nicht unbedingt. Ich werde vielleicht unterwegs was restaurieren. Nein, nein. Weil das noch schneller Umsätze bringt. Zum Beispiel hier. Was ist denn hier? Das ist. Oh, nee. Das ist schon Fraktionsgebäude sogar. Oder der Kunsthändler. Nee, warte mal, ich muss mal schauen. Das ist ein Fraktionsgebäude, ne? Ah, mach mal hier hinten Diebe hin, die passen hier gut hin. Ich will zwar die Beutel haben, aber dann nutze ich jetzt erstmal diesen Durchgang, um hier ein bisschen zu restaurieren. Was los? Klitscht das hier rum? Umso schneller kriege ich Umsätze. Hä? Wurde bereits. Ach so, ach so. Ach so, ich könnte jederzeit umwenden. Nein, machen wir nicht. Lass mal so. So, es ist ganz schön weit bis zur nächsten Mission. Da machen wir Folgendes. Warte mal, kann ich den Arzt vielleicht noch renovieren? Ja, finde ich gut. Umso mehr ich renoviere, desto schneller die Umsätze und umso mehr Rabatte bekomme ich auch. Nein, ich will ihn nicht sprechen. So, warum bin ich hier fett? Ja, das galoppiert einfach durch und das juckt die überhaupt nicht. Ach nö, jetzt habe ich mir extra das Pferd geholt und dann komme ich da nicht durch. Ist auch Schmu. Das war nochmal gerade so grad Ziel abgerundet. Ja, du hast aber mehr Nerven, mit so einem Gesicht rumzulaufen. Vielleicht kann ich ja schon wieder was abheben. My God, boah, das Deal. Nee, ist gerade nichts dabei. Ja, alle 20 Minuten. Sonst hätte ich nämlich noch die Schmiede da gekauft. Aber ich finde, die Armbrust ist schon übelste OP. Was ist eine Schnapsnase? Das war mal ein Borchertum, ne? Ja. Fetsche, komm her. Das war Plötze, bevor es Plötze gab. Wobei, die Romane sind ja älter als die Spiele, also von daher. Von der Witcher-Reihe. Alle aus dem Weg. Alle aus dem Weg. Alle aus dem Weg. Du auch. Ich muss schon wieder absteigen. Ich komme nicht weiter. Alle aus dem Weg. Lass mal fallen. Drop it. Ich bin am Pantheon, oder? Nee, aber doch nicht. Ich werde. Achso, was ich noch nicht gemacht habe, ist, ich habe jetzt gar nicht mehr weiter nach den Rätseln gesucht. Das machen wir auch noch bei Zeiten. Ich bin als Monkimo dabei, weil ich mich auch nicht darum gekümmert. Werden wir noch einlegen. Ich weiß, dass ich das alles vor Sequenz 9 gemacht haben muss. Weil das ist so ein Point of No Return. Da geht es dann auch nicht weiter zurück. Deswegen werden wir auch einmal noch vor diese Sequenz bewusst aus dem Anime steigen, weil da gibt es auch noch die ein oder andere verpassbare Trophäe, was ich gesehen habe. Bin so ein kleiner Trophy Hunter. So, jetzt müssen wir nur wieder auf diese Insel hier rüber gelangen irgendwie. Kann ich da drunter durchtauchen? Ezio. Ach so. Wo ist Machiavelli? Ich konnte ihn nicht finden. Ich brachte die Contessa hierher. Katharina. Würdet ihr uns verraten, wo ihr wart?
Ich suchte nach Ezio. Was ist mit Cesare und Rodrigo? Cesare ritt davon, bevor ich ihm nahe kam. Und Rodrigo war überhaupt nicht dort. Merkwürdig. Rodrigo ist meistens im Castello. Wirklich seltsam. Welch Verschwendung. Nichts für ungut. Schon gut. Wenn Cesare in Urbino ist, müssen wir unsere Truppen sammeln. Ich dachte, wir wollten sofort zuschlagen. Unmöglich. Cesare kommandiert ein großes Heer in der Romagna. Ihr kämmt nie an ihn ran. Ich sage, wir arbeiten hier, in Roma. Wir mindern Borgias Einfluss und steigern den unseren. Und jawohl, ich möchte sofort beginnen. Volpe, holt Claudia und Bartolomeo her. Machiavelli, trefft mich draußen. Kümmert euch um sie. Seht, die Borgia rauben dem Volk alles, um ihre Macht zu erhalten. Was wollt ihr jetzt tun? Wir gewinnen ihn für unsere Sache. Ihr beliebt zu scherzen. Um zu siegen, Machiavelli, brauchen wir treue Soldaten. Wenn wir Staatsfeinde rekrutieren, bewaffnen wir jene, die von den Borgia entwaffnet wurden. Dann geht. Rekrutiert die ersten Novizen. Sehr gut. Wir fangen an, unseren Orden auszubauen. Warum das nämlich auch Brotherhood heißt. Mit zwei Bürgern Roms gegen den Unterdrückten durch die Border kämpfen sie für die Assassinen-Gilde rekrutieren. Nicht mehr als 5 Quadrate Gesundheitsanzeige. Ich habe fast noch nicht mal genug, um so viel zu verlieren. Ja, jetzt. Das ist echt interessant. Wir sind eigentlich. Das ist auch noch fast Tutorial-Mission, ne? Weil wir nicht nur Fraktionen bauen, wir müssen auch noch rekrutieren hier. Ich bin auf Messer umgestiegen. Okay. Soll mir auch recht sein. Was geht ab, mein Dude? Assassine! Die Befreiung von Rom hat begonnen. Wollt ihr fliehen, dann flieht jetzt. Doch wollt ihr kämpfen, dann steht mir bei gegen die Borgia. Ich bin es leid, mich zu verstecken. Ich stehe euch bei. Dann sucht Niccolo Machiavelli auf der Isola Tiberina und werdet einer von uns. Ihre Lügen müssen der Wahrheit weichen. Diese Hackfressen. Diese Bürger ist eben der Assassinen-Gilde beigetreten. Ich werde schon wieder gesucht, das ist doch echt nicht mehr lustig. Was geht ab, mein Dudes? Ach, ich sehe oben, jetzt sehe ich das erst. Da oben die Anzeige, wie viel Energie dieser Assassin hat. Ach ne, ich kann noch Assassinen dazu rufen. Ach, das war das. Oh, Hackfresse ist aber schnell gekommen. Die Befreiung Roms hat begonnen. Ihr kämpft mit guten Absichten. Erlaubt, dass ich mich anschließe. Oh, das hatte ich voll vergessen. Ich kann ja Assassinen herbeirufen. Stimmt ja, das ist dieser Ladebalken. Also, jetzt habe ich die Puppe, die aussieht wie eine Porzellanpuppe und Senior Fress von Hack. Gut, jetzt können wir Sex machen. Wollte eigentlich nur da hoch, weil er dann mit denen auch interagiert. Wir könnten sogar jetzt noch mehr Assassinen dazu holen. Das ist ja nice. Und ein Assassinenturm. Warte mal, was? Assassinenturm? Was war das denn? Ach, das waren die Borgia-Türme, oder? Oder gibt's da jetzt auch? Ich bin gerade voll verwirrt. Alter, ich muss echt die Story weiterspielen, gell? Machen wir aber Folgendes. Erstmal synchronisieren. Und was ich unterwegs dann noch so sehe, das nehme ich dann noch mit. Ich bin so raus gerade. Ich sag, es ist schon ewig her, dass ich das gespielt habe. Ein paar Sachen hatte ich gar nicht mehr so auf dem Schirm. Wir können ja mal bei der Gelegenheit kurz hier drüben nachschauen. Das ist halt das ist mein Unterschlupf. Was sind eigentlich nochmal diese ganzen Aufträge hier gewesen? Das habe ich auch nicht mehr auf dem Schirm.
Geht mal aus dem Weg. Schiffsachtung getreue. Ach, ich muss diese Sachen sammeln, ne? Nicht alles einfach verkaufen. So wie hier, sondern schauen, ob ich... Ich sollte das vielleicht doch erstmal lieber beibehalten. Immer um zu überprüfen, ob ich das eigentlich habe. Dann können wir mal ganz kurz schauen, was die hier nochmal für Geschäftsaufträge hatten. Ah, falsche Seite. Dio, ich hab überall Dio gesehen. Dio. Hurra! Ne, deswegen, wenn ich jetzt verkaufe, habe ich ein Problem. Ah, okay. Dann muss ich beim nächsten Mal drauf achten. Nicht einfach wahllos verkaufen. Was ist bei dir? Was willst du haben? Seide und... Okay, aber ich bin mir sicher, ich habe die anderen Sachen alle gar nicht nett gehabt. Also nicht verkauft, meine ich. Wenn, dann ist es halt fail. Aber das sind ja Sammelgegenstände aus der offenen Spielwelt. Also die werde ich ja wohl noch finden dann. Wo wollen wir hin? Wo wollen wir hin? Wo wollen wir hin? Ach ja, doch, stimmt ja, ich erinnere mich. Ich hätte hier eigentlich einen Synchronisierpunkt markiert. Zu dem muss ich mich aber gehen. Ja. I got balls, balls of steel. Heute nicht. Nur ein Wochenende. Achso, verdammt, heute ist Samstag. Also, zumindest nicht, wenn dieses Video vielleicht hochgeladen ist, aber wenn ich es aufnehme. Wobei, lustig wär's. Hallo Zukunft, Gen Kirby aus dem Jahr 2021. Und Zukunftszuschauer. Heute ist nämlich der 5. Dezember 2020, wenn ich das aufnehme. Vielleicht habe ich das tatsächlich an einem Samstag hochgeladen. Das wäre schon lustig. Wäre ja cool, wenn ich mir umgekehrt ebenso gut eine Nachricht aus der Zukunft schicken könnte. Hi Gen Kirby, hat es noch irgendwie geklappt, dass du im Weihnachtsgeschäft eine PlayStation 5 erstauben konntest? Bitte lass es mich wissen, denn deine ursprüngliche Vorbestellung wurde ja leider storniert. Was denn, was denn, was denn, was willst du denn, was willst du denn? Du hast nichts gesehen, du hast nichts gesehen. Guck mal, er hat nichts gesehen und trotzdem werde ich gesucht. Was soll denn der Triss? Ja. Der Funk ging daneben. Fast wie hier bei den etwas anderen Cops, ne? Dwayne The Rock Johnson und Samuel Jackson am Anfang, wie sie auf dem Dach stehen und meinen, sie könnten rüber ins Gebüsch springen und dann klatschen die einfach auf die Straße. So scheiß makaber, aber so bei Hammer waren sie ja in dem Film. Stichwort Samuel Jackson. Ich habe um die Halloween-Zeit endlich mal nach Jahren Split und dann den Glasfilm nachgeholt. What the fuck? Also Split war... der James McAvoy, der war ja krass drauf. Jetzt ist das Fenster auf, dann ist das Fenster zu. Ich bin auf dem Paladin-Hügel, oder? Yep, das ist das Forum Romanum. Sehr nice. So. Wo ist der Turm da? Wisst ihr? Ich finde die Ezio-Trilogie geil. Brotherhood ist einer meiner Favoriten. Aber, und das wird man, glaube ich, dann auch im Let's Play merken, ich kann schon gar nicht erwarten, auch wenn es noch dauern wird. Oh, ich muss kurz ein Gen unterdrücken. Sorry, dass ich mich unterbrochen habe beim Reden. Also, ich kann es aber auch gar nicht erwarten, wenn ich zu folgenden Assassin's Creed-Titeln komme. Und zwar Black Flag, Rogue, Syndicate, Origins und mittlerweile kann ich es auch sagen, Valhalla. Die anderen sind auch alle nicht schlecht, ne? Aber das sind noch so ein paar Favoriten, auf die ich mich auf jeden Fall freue. Giganimo! Mal ganz kurz schauen, was wir alles so aufgedeckt haben.
Ja, da leckt's mir doch morsch, warum bin ich fett? So, warte mal, jetzt. Das sind Taubenschläge, aber das sind nur Auftritte. Nee, das sind. Das kann nicht sein, dass das Auftragsattentat-Missionen sind. Jetzt gehe ich mal zu so einem Taubenschlag. Jetzt müssen wir doch mal gucken. Ich glaube, irgendwie. Irgendeins davon hatte damit zu tun, dass ich meine Assassinen. Upgraden kann, ne? Interagieren. Jetzt will ich doch mal schauen. Ich weiß es gerade ehrlich nicht mehr. Ein neuer potenzieller Assassin wurde angeworben. Rocco Matruccino ist der Assassin-Gilde beigetreten. Ein neues Assassin-Signal wurde verliehen. Ein neues Assassin jeweils für den ersten, den vierten und den sechsten Rekruten-Assassin verliehen. Die Signale werden abgezogen, wenn Rekruten sterben oder auf. Achso, oder. Und ein neuer Assassin Adele Sozzi. Ach, hier kann ich sie auf Aufträge schicken, damit ich sie upgraden kann. Okay. Assassinen. Das sind meine Assassinen. Jetzt erinnere ich mich langsam wieder. Wir bauen ja die Gilde aus. Das will ich ja auch machen. Ausrüsten. Aber ich kann sie gerade nicht ausrüsten. Die müssen sich erstmal Sachen verdienen. Okay. Aufträge. Haben wir Aufträge für euch? Zwei verfügbar. Ja, ja, ich erinnere mich. Ich erinnere mich. Florenz. Schwierigkeit. Oh, das ist ein bisschen sehr hoch. Wie sieht sie drüben? Barcelona. Ich guck mal, ob ich vielleicht noch was Leichtes finde. Wir machen erstmal die Leichten für den Anfang. Und Synchronizitätsdauer. So lange dauert das, bis sie dann zurückkommen. Ein Templer, Wachen haben unser wertvollen Informant inhaftiert. Befreit ihn aus einer Zelle und sorgt dafür, dass er aus der Stadt fliehen kann. Dann schicken wir dich doch rüber. Ah, da steht auch die Synchronitätswahrscheinlichkeit. Nee, ich will, dass er alleine rübergeht. Mission starten. Wir machen Folgendes. Ich gucke mal, was ich noch für Missionen habe. Wir fangen erstmal einfach an, weil die müssen erstmal abgegradet werden. Und dann werde ich jetzt natürlich ein paar Assassinen rekrutieren. Und dann bringen sie mir Geld zurück. Sehr geil. Das habe ich schon voll vergessen. So, jetzt habe ich zwar kein Assassinen-Signal mehr, aber das ist nicht so schlimm. Denn wir können ja erstmal unsere Gilde auch upgraden. Und das bringt dann auch Knete rein. Das habe ich voll vergessen. Aber ich Idiot, ich hätte mir denken, heißt ja nicht umsonst Brotherhood. Aber machen wir erstmal eine Mission, ne? Ah, oh, scheiße, da liegt aber einer böse kaputt am Boden. Also es wird mindestens ein Assassinen-Rekrut benötigt, um diese Erinnerung zu starten. Okay. Rekrutieren wir erstmal jemanden. Hey, war da nicht eben einer verfügbar? Oder glitscht das Spiel gerade rum? Wo ist denn die nächste Rekrutierungsmission? Da oben. Aber wenn das der Taubenschlag war, was war jetzt immer das Assassinen tun dann? Ich bin raus. Okay, ich rekrutiere den, guck mir den Assassinenturm an. Eventuell rekrutiere ich noch einen zweiten und dann machen wir die Mission. So, die Reihenfolge, auf die lege ich mich jetzt fest.